Ja, liebe Mitarbeiter vom LWZ Echem, als ich hierher gefahren bin, da habe ich gedacht, Mensch, du kannst dich noch erinnern, irgendwann gab es mal eine Zeit, da konnte man hierher fahren und dann traf man sich im wohlbekannten Kreise und irgendwo war das jetzt mal wieder ein Anfang. Denn wir haben, also ich lebe seit anderthalb Jahren ungefähr in Einzelhaft. Ja, nur am Wochenende bin ich zu Hause und ich werde zweimal die Woche, muss ich mir meine Nase malträtieren und werde getestet. Und ich habe mich ganz toll gefreut, dass ich jetzt heute hier sein darf und auch live das noch machen können. Also das freut mich. Und ich denke, ich habe auch ein bisschen wichtige und relevante Ergebnisse mitgebracht von unseren Forschungen, sodass Sie auch mal sehen können, was wir so den ganzen Tag treiben. Und zwar geht es einmal um die Prävalenzstudie Rindergesundheit, die im Verbundprojekt, ich werde auch gleich zeigen, wer daran beteiligt ist, stattgefunden hat. Und ich muss sagen, es gibt kein einziges vergleichbares Projekt auf der ganzen Welt, wo einmal die Milchkuhhaltung derartig unter die Lupe genommen wurde. Maßgeblich an diese Präsentation hat, zu dieser Präsentation hat Frau Roswitha Merle von unserem Epidemiologischen Institut beigetragen. Die hat die ähnlich auch vorgetragen. Ich habe da ein paar Dinge auch eingefügt. Und die Frau Tautenhahn, die hat jetzt bei uns die Herdenbestandsbetreuung von Professor Stauffenbiel übernommen. Und die war auch sehr engagiert in diesem Projekt und hat vorher auch über die Kälbergesundheit ihre Dissertation geschrieben. Ja, also diese Studie, Prärie-Prävalenzstudie Rindergesundheit, heißt Original Tiergesundheit, Hygiene und Biosicherheit in deutschen Milchkuhbetrieben, eine Prävalenzstudie. Diese Studie wurde gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Ursache war ein bisschen die Vorläuferstudien, von denen Sie vielleicht auch gehört haben, über Botulismus. War ja eine Idee, dass vielleicht Botulismus zu Krankheitsproblemen oder Gesundheitsproblemen bei den Kühen führte. Bei dieser Studie wurde ja einmal eine Kontrollgruppe genommen und einmal eine Gruppe, wo die Landwirte dachten, dass Botulismus eine Rolle bei der Entstehung von Tiergesundheitsproblemen spielen könnte. Da wurde aber festgestellt, dass eigentlich kaum ein Unterschied bestand zwischen den Betrieben, wo die Landwirte meinten, dass sie davon betroffen wären, und den Kontrollbetrieben. Und dann war eben mal die Frage, wie steht es eigentlich um die Tiergesundheit in unseren milchkuhhaltenden Betrieben in Deutschland? Und diese Studie wurde dann durch die BLE, durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, gefördert. Und Sie sehen das Förderkennzeichen und Sie sehen auch die Internetadresse über die Prärie. Wenn Sie das aufrufen auf dem Internet, können Sie auch an sämtliche Dokumente aus dieser Studie kommen. Einmal der Abschlussbericht, das ist relativ umfassend, was da rausgekommen ist, aber auch an sämtliche Einzeldaten, die sind dort aufgeführt. Federführung hatte in dieser Studie Frau Professor Hödemarker aus der TIHO Hannover, und wir haben verschiedene Regionen bearbeitet und haben uns angeschaut, ja, wie steht es um die Tiergesundheit in der Milchkuhhaltung in Deutschland? Und zwar die aktuelle Lage, was die Haltung, die Hygiene, die Biosicherheit und das Management angeht. Die Idee, die dahinter stand, war Handlungsaktionen für Tierhalter, Tierärzte, Berater und die Politik zu erarbeiten. Ich muss dazu sagen, die BLE und die Politik hat sich überhaupt nicht in das gesamte Studiendesign oder in irgendetwas eingemischt. Das heißt also, wir waren völlig frei, in wie wir diese Studie gestalten und durchführen wollten. Wie Sie sehen, haben wir drei Regionen bearbeitet. Die TIHO Hannover hat die Bundesländer Schleswig-Holstein und Niedersachsen bearbeitet. Die Freie Universität Berlin, die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen und die LMU München, das Bundesland Bayern. Damit hatten wir auch, die Idee war auch ein bisschen, dass wir ein breites Spektrum von Betrieben, wir haben ja nun sehr unterschiedliche Betriebe bei uns in Deutschland, dass wir das damit abdecken. Und ich muss sagen, das war eine sehr, sehr schöne und, denke ich, auch sehr erfolgreiche Kooperation. Ich war auch froh, dass wir jetzt einmal sagen könnten, die drei Hochschulen München, Hannover und Berlin haben zusammengearbeitet. Und ich denke, dass das auch sehr gut gegangen ist. Ja, wie war die Durchführung? Die Mitarbeiter, die ausgewählt waren für diese Studie, die sind auf die Betriebe gefahren, nur einmalig.
Sie haben dort ein Interview mit dem Tierhalter gehalten, haben dort allgemeine Daten zum Betrieb aufgenommen, haben sich die Tiergesundheitsdaten haben sie bekommen von den Tierhaltern, das Management angeguckt und auch Awareness ein bisschen, wie denkt ein Tierhalter über die Tiergesundheit in seinem Betrieb. Wir wissen alle, dass man vielleicht selber ein bisschen betriebsblind ist, manche Dinge gar nicht sieht, andere Dinge vielleicht mehr sieht. Und die Idee war eigentlich, welchen Eindruck hat der Tierhalter über die Tiergesundheit auf seinem eigenen Betrieb? Da komme ich nachher nochmal drauf zurück, wenn wir über die Klaue reden. Und wir haben Messungen in den Ställen durchgeführt, nämlich die Liegeboxen, Anzahl, Länge, Breite, Höhe der Nackenriegel, die Tränken, Anzahl der Tränken, Ausstattung der Tränken und der Fressplätze und auch sehr viele Tiere untersucht, die laktierenden Tiere, Körperkonditionen, die Bewegungsnoten und die Hygiene, das heißt also Verschmutzungsgrad. Und wir haben auch eine ganze Menge über die Kälber gemacht, Hornanlage, Lunge, Nabel, Kot, Brustumfang und Hygiene. Bei uns an der Klinik laufen zurzeit mehrere Dissertationen, weil Sie können sich vorstellen, wie viele Daten da angefallen sind. Das ist irrsinnig viel. Sie werden gleich sehen, wie viele Tiere untersucht wurden. Und die werden also im Nachhinein noch in Dissertationen ausgewertet. Unter anderem, was die Klaue angeht, schauen wir nach Risikofaktoren in Verbindung mit Lahmheit in den Betrieben im Osten Deutschlands. Und die anderen Universitäten arbeiten dann auch über ihre Region. Ja, wenn Sie jetzt ansehen, einmal auf der rechten Seite die Anzahl untersuchter Tiere. Ich habe auf jeden Fall den Hut gezogen vor unseren Mitarbeitern im Projekt, denn Sie sehen in der Region Ost, die haben 50.000 Einzeltiere untersucht, also wirklich einzeln sich angeguckt, bei den Kälbern in die Boxen reingekrochen, an den Nabel gefasst und so weiter. Das ist schon eine Riesenleistung. In der Region Nord 24.980 Tiere und in der Region Süd, das ist natürlich in der Natur der Dinge, 11.388 Betriebe, die mussten natürlich dafür viel mehr Betriebe anfangen. Insgesamt war also geplant, jede Region untersucht 250 Betriebe und besucht 250 Betriebe mit einer statistisch repräsentativen Anzahl, dass man dann auch eine Aussage machen kann, die dann auch statistisch abgesichert ist. Deswegen diese großen Tierzahlen. Sie sehen auf der linken Seite die Betriebsgrößen. Auch das liegt in der Natur der Dinge, dass natürlich die Gruppe Ost die Großbetriebe in Ostdeutschland besucht hat und dass in Bayern die Betriebsgröße im Durchschnitt natürlich kleiner ist. Das ist, glaube ich, auch deutlich. Ja, bei der Lahmheit. Wir begrenzen uns hier ein bisschen auch auf die Region Ost, aber Sie werden die Region Ost auch immer im Vergleich zu den anderen Bundesländern sehen, haben wir Betriebsfaktoren mit reingenommen, ja, wie Weidegang, Betriebstyp, Herdengröße und die Selbsteinschätzung des Tierhalters in Bezug auf die Klauengesundheit auf seinem Betrieb. Wir haben uns die Haltungsbedingungen angeguckt, wie die Liegeboxenmaße und die Gangbreite ist, die Liegegangbreite. Und wir haben uns Tierfaktoren angeguckt, Alter, Körperkondition und die Hygiene. Wir haben die Bewegungsnoten nach Sprecher verwendet, auch wenn da sicherlich auch Kritik angeübt werden kann. Warum habe ich mich damals für diese Bewegungsanalyse entschieden? Ganz einfach, weil diese Analyse vergleichbar ist mit anderen Publikationen. Sonst fangen Sie immer wieder an, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Und so kann man eben seine Ergebnisse auch in den internationalen Zusammenhang bringen. Das ist der Grund, warum wir uns für diese Analyse entschieden haben. Und dennoch muss ich Ihnen sagen, ich habe mich immer dran gestört, wenn Sie das dort sehen. Das ist das Offizielle, wie es gewesen ist. Dann steht da sowas wie leicht lahm, moderat lahm, lahm, hochgradig lahm. Das ist einfach totaler Unsinn. Ja, jedenfalls für uns als Deutsche so nicht zu verstehen. Was unterscheidet lahm von moderat lahm? Deswegen haben wir uns in einem anderen Projekt damit beschäftigt, mal für uns als Deutschsprachige diese Bewegungsanalyse so unter Worte zu bringen, dass man das auch verstehen kann und nachvollziehen kann. Und das haben wir im Projekt Clown Fitnet, an dem wir auch beteiligt sind, zusammen mit Andrea Fiedler gemacht, dass wir das also neu unter Worte gebracht haben. Dort arbeiten wir im Verbund. Diese Studie läuft noch. Und Sie sehen, da sind also verschiedene Projektpartner dabei. Und das ist ein recht großer Verbund. Und die Idee, die wir haben, ist, dass wir einen Betriebshelfer für das ganzheitliche Clown-Gesundheitsmanagement entwerfen.
Und dafür brauchen wir eine ganze Menge Daten, die wir dann zusammenführen wollen, im Ziele dann die Verbesserung der Klauengesundheit in den Betrieben. Und im Rahmen dieser Studie, mir ist immer wichtig, dass wir anwendungsorientiert Wissenschaft betreiben, sodass das auch Sie dann in Ihrer alltäglichen Arbeit benutzen können, haben wir ein E-Learning auch mit maßgeblichen Beiträgen von Andrea Fiedler entwickelt. Unter anderem eben diese Bewegungsanalyse. Ich muss auch dazu sagen, ohne unsere Landwirte, die dann auch ihre Betriebe exponieren, wäre das gar nicht möglich. Und ich möchte auch an dieser Stelle den Landwirten, die uns Zutritt zu ihren Betrieben verschafft haben, dass wir dort Videos machen dürfen, ganz herzlich danken. Denn es ist immer sehr viel unter der Diskussion, aber ich kann einfach nur sagen, ich sehe, dass die Landwirte lösungsorientiert an diesen Problemen, die wir ja alle identifizieren, mitarbeiten. Ja, wir haben also eine neue Bewegungsanalyse gemacht, die aber auf jeden Fall auf diesem Sprecherscore beruht. Und ich habe Ihnen einmal die Beschreibung mitgebracht. Sie finden auch alles, was das angeht, und das E-Learning unter Clownfitnet auf dem Internet. Und wir geben unter Note 1 Lama 2 einer Kuh, die einen geraden Rücken im Stehen besitzt, die sich in der Bewegung mit einem geraden Rücken bewegt, die einen flüssigen Bewegungsablauf zeigt, alle Gliedmaßen werden gleichmäßig belastet und die hinken nicht. Die Trittsiegel der Hinterklauen in der Höhe, also landen in Höhe der Vorderklauen oder sogar noch weiter, Raumgriff würde man beim Pferd sagen, und der Kopf ist erhoben. Jetzt bin ich gespannt, ob unsere Videos laufen werden. Ich hoffe. Ja, sieht schon gut aus. Und da kommt sie. Ja, schauen Sie gleich auf den Raumgriff der Beine, auf die Rücken. Ah, bei Ihnen läuft sie nicht, bei mir läuft sie. Ah, war die schon schneller als bei mir? Ja, sie war schneller. Okay. Das passiert mir beim Digitalen, bei der digitalen Lehre auch. Da ist das auch häufig so. Wollen wir sie nochmal laufen lassen? Jetzt will sie dann nicht. Aber wenn Sie sie gesehen haben, dann ist es gut. Was machen Sie dann? Ich klicke den hier noch einmal an. Ja, ah. Jetzt läuft sie wieder. Dann komme ich an den zweiten. Bleiben Sie bloß in meiner Nähe. Jawohl. Na, also diese Kuh, da muss nichts dran unternommen werden. Der nächste Clownpflegetermin ist beim nächsten Herdenschnitt. So finden Sie das auch auf unserer Website. Note 2, leicht abnormaler Bewegungsablauf. Es wird wieder spannend. Das ist eine Kuh, die einen geraden Rücken im Stehen hat, deren Rücken leicht gekrümmt ist in der Bewegung. Wir sagen, ein leicht gestörter Bewegungsablauf, die geht nicht ganz rund. Wir können aber keine Gliedmaße identifizieren, die kürzer belastet wird als eine andere. Das ist also nicht der Fall bei der Note 2. Also wir sagen, nicht ganz rund laufen. Aber wichtig, der Rücken ist gerade im Stehen. Ich will ja nicht, sonst lasse ich erstmal einfach nur die, mache ich einfach nur die Präsentation mit den Erklärungen. Mal die Videos. Sie können sich die Videos auch angucken, die sind auf dem Internet auch zu haben. Und dadurch können Sie sich auch sogar selbst testen. Ja, die nimmt er jetzt immer noch nicht. Die muss ich einmal neu starten. Und die Idee, die wir eigentlich möchten, ist, dass Sie den Landwirten vermitteln, dass sie sich diese Fertigkeit aneignen, die Kühe in ihrer Bewegung zu beurteilen. In einer Diskussion mit Landwirten kam es so ein bisschen, ja, das ist ja unheimlich arbeitsaufwendig. Und da fand ich es doch sehr, sehr positiv, dass dort ein Landwirt aufgestanden ist und gesagt hat, wenn meine Berufskollegen keine Zeit haben, das zu machen, dann ist ihnen nicht mehr zu helfen, weil das ist die Zukunft und Lahmheit ist etwas, was jeder Konsument sehen kann und wir müssen uns dieser Problematik stellen. Und das fand ich eigentlich sehr gut, dass das aus den Kreisen der Landwirte kommt.
Ja, also eine Kuh mit der Bewegungsnote 2, die sollte auf jeden Fall zeitnah in den Stand gepackt werden. Wir wollen eigentlich, dass das die Kühe sind, die wir frühzeitig in den Stand bekommen, damit die nämlich keine bleibenden Schäden, wir haben das ja eben schon gehört, zurückbehalten. Ab Note 3 gilt international abgesprochen, die Kuh ist lahm. Das heißt, hier ist sie geringgradig lahm und die Kriterien, die wir anhalten, ist, dass die Kuh in der Bewegung und beim Stehen einen aufgekrümmten Rücken hat. Dass die Gliedmaßen nicht mehr so gut, kein Raumgriff mehr da ist, also verkürzte Schrittlänge. Und dass der Bewegungsablauf gestört ist, aber nicht, dass ein Bein deutlich kürzer belastet wird als ein anderes. Das ist nicht mehr in der Note 3 mit drin, sondern dann sind wir schon in der 4. Ich gehe jetzt mal lieber über meine schnellsten Mäuse hier von Mexiko rüber. Sie können sich die aber wirklich auch angucken im Internet. Wichtig ist, ab Note 3 gehören diese Tiere zeitnah in den Clownstand. Unsere englischen Kollegen haben ja mal geschaut, wie lange es dauert, bis eine Kuh, nachdem sie als lahm erkannt wird, in den Stand kommt. Sie können sich selber mal eine Idee machen, wie lange es dauert. 4 Monate. Ja, und da sind wir auch nicht ganz unschuldig, da komme ich nachher nochmal drauf zurück, dass das so ist. Dann Note 4, hier kommen wir eigentlich, oder nicht nur eigentlich, kommen wir schon in den Bereich des Tierschutzrelevanten. Die Kuh hat einen gekrümmten Rücken im Gehen und einen gekrümmten Rücken in der Bewegung und ein oder mehrere Beine werden geschont. Wir haben schon festgestellt bei der Bewegungsanalyse, wenn eine Kuh dann auf mehreren Beinen Probleme hat, dann wird es manchmal etwas problematisch, wenn wir die Noten verteilen wollen. Wir haben uns darauf geeinigt, wenn Zweifel bestehen, gibt man im Zweifel lieber eine Note schlechter, als es, wenn man zwischen zwei Noten steht, also lieber die schlechtere Note. Die Kühe, die haben eine zögerliche Bewegung und eventuell auch, dass sie immer, wenn das Bein belasten ist, vielleicht muss ich es jetzt mal eben vormachen, das sind also Kühe, die dann also kürzer auf diesem kranken Bein stehen. Das wäre dann die Note 4. Entschuldigung. In der Note 5, jetzt läuft sie sogar, bin jetzt vorsichtig geworden. In der Note 5, da sind wir auf jeden Fall mit einer Kuh beschäftigt, die gehört in den Clownpflegestand. Und auch an Sie die Botschaft, mit diesen Kühen muss etwas geschehen, dass sich die Situation verbessert. Die dürfen so nicht weiter in dem Betrieb rumhinken, denn diese Tiere sind hochgradig lahm. Das heißt, sie haben einen sehr stark gekrümmten Rücken im Stehen, einen stark gekrümmten Rücken in der Bewegung. Und die Gliedmaßen werden wohl noch ganz kurz oder gar nicht mehr belastet. Die Kuh setzt die Beine nur noch mit Widerwillen auf. Die Schrittlänge ist deutlich verkürzt und sie nicken immer, wenn sie dann auf die gesunde Gliedmaße fallen. Das heißt also dies hier. Ja? Die Kühe gehören in den Stand, die müssen behandelt werden und es sollte dann auch eine Lösung, und dann meine ich so oder so, gefunden werden. Und Sie wissen alle, diese Kühe dürfen nicht mehr transportiert werden. Und da haben die Landwirte im Augenblick ein Problem, weil diese Kühe werden am Schlachthof in zunehmend häufigerem Maße kontrolliert. Und die Leute am Schlachthof, die Tierärzte, hier sehen Sie so ein Tier, ja, Transportverbot. Und auch das sollte uns ja dazu veranlassen, dass wir diese Tiere frühzeitig behandeln. Und ich glaube, wir sehen das auch alle ein, dass auch ein Konsument das inakzeptabel findet. Das heißt also, diesen Tieren muss unmittelbar geholfen werden. Ja, ich hatte eben schon mal gesagt, wir haben 1 und 2 geht immer noch in die Beurteilung nicht lahm, 3, 4 und 5 lahm bei den Auswertungen und 4 und 5 muss unmittelbar gehandelt werden. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie sieht es in Deutschland denn aus? Sie sehen links die Region Nord, in der Mitte die Region Ost und rechts die Region Süd. Und Sie sehen, je dunkler es wird, umso lahmer sind die Tiere. Das heißt also, die Kästchen, die sehr dunkel sind, kennzeichnen die schwer lahmen Tiere. Und rechts haben Sie die Zahlen dazu.
die Noten 1 bis 2 in der Region Nord 73,6%, in der Region Ost 58,0%, in der Region Süd 73,9% und unten sehen Sie jetzt die Zahlen der lahmen Kühe. Und da sehen Sie sicherlich, dass für Sie da noch eine ganze Menge Arbeit weggelegt ist. Da muss also was geschehen. 26% in der Region Nord sind in der Gruppe 3 bis 5, 42% in der Region Ost, 26% in der Region Süd. Also mit anderen Worten, in unserer Region 39,4% der Tiere sind im Median. Das heißt, die Hälfte liegt da drunter, die andere Hälfte liegt da drüber, lahm. So, jetzt schauen wir mal, wie denkt der Landwirt denn über die lahmen Tiere? Und da war sehr deutlich ein Bezug zwischen der Einschätzung des Landwirtes und der Lahmheit im Betrieb. Die Landwirte, die eine recht gute Klauengesundheit aufwiesen in Bezug auf lahme Tiere, die konnten viel akkurater einschätzen, wie viele lahme Tiere sie im Betrieb haben. Und ich sage mal, diejenigen vielleicht, die etwas betriebsblind waren oder aber auch ungeübt, und ich will da auch niemand irgendetwas Negatives unterstellen, sondern man braucht auch eine gewisse Übung, um das zu machen. Aber dort waren auch der Anteil lahmer Kühe wesentlich größer. Das ist auch dieses Bewusstsein. Die Holländer haben das für Kälber mal untersucht. Es gibt drei Arten von Landwirten. Landwirt 1 ist sich des Problems gar nicht bewusst. Wenn er sich dessen bewusst wäre, würde er was dran tun. Also er muss dieses Bewusstsein entwickeln durch Übung in der Bewegungsnote oder eben halt entsprechendes E-Learning, so können Sie das üben. Zweite, der Landwirt ist sich des Problems bewusst, fühlt sich aber, wohlgemerkt, da müssen wir uns, glaube ich, alle mal im Spiegel angucken, von seinen Beratern allein gelassen, weiß nicht, was er tun soll. Da ist sicherlich, glaube ich, das meiste zu holen. Landwirt 3 ist sich des Problems bewusst, setzt seine Prioritäten aber anders. Ja? Im Kälberbereich war das dann, dass er gesagt hat, die Kälber sind mir egal, hohe Kälbersterblichkeit ist mir egal, ich kümmere mich um meine Milchkühe. Ja? Also diese drei Arten haben die Holländer identifiziert und die größte Gruppe ist die Gruppe 2, die also auch Beratung in Anspruch nehmen möchte. Ja, Klauenpflege sollte zweimal pro Jahr durchgeführt werden. Das ist das, was wir immer auch verbreiten. Tatsache ist aber, dass die Landwirte das auch so verstehen, wie wir es verbreiten. Und daher kommen diese 4 Monate. Unter dem Motto, naja, nächsten Monat kommt ja der Klauenpfleger, die Kuh mit dem Lahmheitsgrad 4, die lasse ich mal noch stehen. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen in unserer Kommunikation, dass wir deutlich machen, 4 und 5 gehört sofort in Stand und nicht erst, wenn übernächsten Monat der Klauenpfleger kommt. Und dafür brauchen wir natürlich auch viele Klauenpfleger, die dann auch diese kranken Tiere behandeln. Und ja, wissen wir alle, wir wollen ja gute Klauenpfleger haben, aber der Nachwuchs ist ja auch weit gesucht. Aber da sorgt das LBZ Bechem schon für. Ja, die Betriebe, 76,6% der Betriebe haben zweimal im Jahr einen Klauenpfleger im Herdenschnitt gehabt und 62,7% der Betriebe mit Boxenlaufstallhaltung. Ja, und das war in der Regel durch einen Klauenpfleger. Das hat sich, glaube ich, schon deutlich gebessert, dass da Leute auch eben professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, Klauenbäder wurden eingesetzt zur Reinigung und Keimreduktion an der Klaue in 69% der Betriebe. Am häufigsten wurden nicht registrierte Produkte, bestehend aus Formalin, Kupfersulfat oder auch in Kombination verwendet. Die Schlussfolgerung aus diesem Teil der Studie war, es ist ein sehr großer Bedarf an einer systematischen und soliden wissenschaftlichen Grundlage, basierend auf Bekämpfungs- und Vorbeugemaßnahmen. Wir wissen viel zu wenig auf diesem Gebiet. Bedarf an Konzepten zur Hygiene und Biosicherheit. Gerade die Einschleppung von Klauenkrankheiten in Betriebe, da gibt es eben noch keine Quarantänisierung von Kühen. Da müssen wir auch im Milchkuhsektor sehr viel lernen von den Schweinen. Zeitnahe Behandlung, die fachkundig ist, ist notwendig für die Tiere, die Sie eben da gesehen haben. Ja, Betriebsmanagement, Weidegang ist ein schützender Faktor für Lahmheit. Das heißt also, Betriebe mit Weidegang hatten weniger lahme Tiere. Ökologisch wirtschaftende Betriebe hatten
geringere Anzahl oder einen geringeren Anteil Lama-Tiere. Die müssen ja auch den Tieren entsprechend Weidegang dann bieten. Die Betriebsgröße hatte einen Einfluss, der ist aber nicht signifikant. Das sollten wir uns auf jeden Fall hinter die Ohren schreiben. Es wird ja immer gesagt, Massentierhaltung gleich schlecht. Das konnte sich in dieser Studie nicht zeigen. Was trotzdem heißt, natürlich, wenn Sie viel Tiere haben, brauchen Sie auch viel Mitarbeiter, die sehr aufmerksam sind. Aber es war nicht so großer Betrieb gleich schlecht. Aber hohe Besatzdichte, und da ist, glaube ich, auch noch viel Luft für unsere Landwirte, war mit einem viel höheren Anteil Lama-Tiere verbunden. Wir müssen runter von diesen hohen Besatzdichten. Und die Landwirte, die das auch umgesetzt haben, die sind im Nachhinein auch, glaube ich, ganz zufrieden, die nicht mehr 120% Besatzdichte haben, wo jede Kuh eine Liegebox hat. Breitere Liegeboxen reduzierten in der Studie das Risiko für Lahmheit. Die Empfehlung von 120 Zentimeter Boxenbreite wurde nur in 2,2% der Betriebe umgesetzt, im Median. Das heißt also, die Hälfte der Betriebe lag da drüber, die andere Hälfte da drunter, waren 113 Zentimeter Boxenbreite mit einer signifikanten, also auch statistisch nachweisbaren Unterschied. Ja, das Risiko für Lahmheiten auf Laufflächen mit Gummibelag schien geringer. Da bin ich immer sehr vorsichtig, weil bei der Bewegungsanalyse immer Betriebe mit Gummibelag besser abschneiden. Das konnten wir auch mal in einer Dissertation zeigen, wo wir zwei gleiche Ställe hatten, einen mit Gummibelag, einen ohne. Dann bewerten sie, weil die Kühe weniger Schmerzen haben beim Laufen, so ein Sohlengeschwür auf Beton tut mehr weh als auf Gummiboden. Zeigen die sich etwas weniger lahm in der Bewegungsanalyse. Dann eine ganz wichtige Botschaft auch aus dieser Studie. Der Anteil lahmer Kühe in Betrieben mit höherer Milchleistung war geringer. Ja, auch da wird ja immer, ich würde mal sagen, von gewisser Seite her immer gesagt, ja, die hohen Milchleistungen, da ist alles schlecht. Das ist nicht so. Und ich glaube, wir wissen auch, dass wir sehr, sehr gute und sehr hochgeschulte Tierhalter, die auch sehr gut auf die Kühe achten, haben in Betrieben mit hoher Milchleistung. Und wir wissen alle, nur gesunde Kühe haben auch eine hohe Leistung. Jetzt kommen wir zu dem, was wir eben schon gehört haben. Das konnten wir auch in dieser Studie nachweisen. Wir haben die Kühe eingeteilt nach einer Körperkonditionsbenotung in zu mager, in gut konditioniert und zu dick. Und wir konnten zeigen, dass unterkonditionierte Kühe ein deutlich höheres Risiko hatten, um lahm zu sein, als die normal- und überkonditionierten Tiere. Das haben wir eben schon gehört. Diese Stoßbelastung wird dadurch das Fettpolster nicht abgefangen und damit besteht ein größeres Risiko für Lahmheit. Ältere Tiere waren häufiger lahm als jüngere. Das ist auch wieder wichtig für diese Botschaft mit, die Kühe müssen schnell in den Stand. Man weiß heute, dass eine Kuh, die nicht frühzeitig behandelt wird, dass die dieses Problem mitnimmt. Da entstehen halt Veränderungen an der Klaue, die dann über die nächsten Laktationen mitnehmen und das wird dann immer schlechter. Deswegen sind die älteren Kühe in der Regel lahmer und das ist hier hochsignifikant in der statistischen Untersuchung als die jüngeren Kühe. Kühe, die in Betrieben sich aufhielten, wo eine starke Verschmutzung der Tiere vorhanden war, die hatten auch ein höheres Risiko, um lahm zu sein. Das heißt also, gerade das Hygienemanagement in Betrieben spielt eine ganz große Rolle, nicht nur für die Lahmheit, sondern auch für die Eutergesundheit, das wissen wir. Also das heißt, die Boxenroutine ist sehr wichtig in den Betrieben, werden die Boxen regelmäßig sauber gemacht, das sieht man dann meist auch an den Tieren und wie sind die Laufflächen. Sprunggelenksläsionen wurden auch mit bonitiert und Tiere, die eine Läsion hatten, hatten natürlich ein erhöhtes Risiko für Lahmheit. Wir sahen häufig Wunden oder Schwellungen und das hatte auch was mit den Boxenabmessungen und mit der Boxenpflege zu tun. Das heißt also, wenn die auf dem Beton lagen und an der Seite war so eine Sanddüne, dann hatten wir also auch deutlich mehr Veränderungen an den Gliedmaßen. Ja, was können Tierhalter nun tun? Sie sollten Lahmheit frühzeitig erkennen können. Wir müssen deren Bewusstsein dafür schärfen. Das muss man lernen. Das ist nicht ein Nicht-Wollen, sondern manchmal auch ein Nicht-Können. Dafür haben wir dieses E-Learning entwickelt. Lahmheit muss zeitnah behandelt werden. Dann haben die Kühe wirklich eine gute Chance, um wieder ganz auszuheilen. Das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft dabei. Ja, die funktionelle Klauenpflege sollte natürlich regelmäßig durchgeführt sein. Und wichtig mit Dokumentation,
damit man auch weiß, was in so einem Betrieb läuft. Da arbeiten wir ja im Clownfitnet an diesem Betriebshelfer. Der Liegekomfort muss verbessert werden. Wir haben ja eben gehört, wer soll eigentlich noch da mitsitzen und mit uns überlegen, wie wir die Clowngesundheit verbessern? Der Sektor, die Molkereien, die gehören damit ins Boot und die Stallbauer. Ja, denn die Ställe sind vielleicht für menschliche Zwecke gebaut, für die Mitarbeiter im Betrieb. Aber was die Kühe angeht, ist da noch Luft nach oben. Das heißt also, der Stallbau, der muss stärker überwacht werden. Die Boxenmaße, die Gruppengrößen, das Tierfressplatzverhältnis. Die Sensortechnologie sollte gefördert werden, zum Beispiel zur Lahmheit Früherkennung. Das ist nicht ganz einfach, aber wir arbeiten auch daran mit künstlicher Intelligenz. Die Grundlagenforschung zur mortellarischen Erkrankung, nämlich wie können wir das eigentlich vermeiden? Wie können wir vielleicht die Tiere irgendwann mal immunisieren? Das ist nicht einfach. Man kann die nicht einfach impfen, wie vielleicht gegen Covid-19. Das muss man, da braucht man, wenn, tolle Impfstoffe für, aber wir wissen noch nicht so viel über diese Erkrankung. Das Clownpflegeintervall sollte man eventuell gesetzlich regulieren. Das war eigentlich dieses, was in dem Bericht dann da steht. Den Weidegang fördern und Schulungsangebote ausbauen, eventuell auch vorschreiben für kommerzielle Tierhalter. Und ich muss einfach sagen, ich denke, dass wir sehr viel aus dieser Studie gelernt haben, sehr viel mitgenommen. Und Sie haben jetzt, ich würde mal sagen, so einen kleinen Einblick gewinnen können, was jetzt nur die Lahmheit angeht. Und das ist noch, geht noch wesentlich weiter. Und da kommen auch noch sehr viele Veröffentlichungen. Ja, und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und erwarte Ihre Fragen. Fragen zu dem Vortrag. Wir möchten das, damit alle, weil wir haben eine schlechte Akustik hier, dass Sie dann ins Mikrofon sprechen. Ja, also erstmal schönen Dank für die schöne Vorstellung. Ich bin bei einigen Dingen dabei, bei einigen überhaupt nicht. Zum einen ist es die Weidehaltung. Ich denke, dass Sie die Weidehaltung im Vorhinein positiven Effekt haben, wo wir katastrophale Stallbedingungen haben. Ansonsten könnten wir eigentlich eher das Gegenteil berichten. Dann ist die nächste Sache, die mich interessiert würde, wie bewertet der Schlachthof, nach welchem Lahmheitsscore bemängelt der Schlachthof? Wir haben in letzter Zeit häufig Probleme gehabt, dass Tiere, die gesund waren mit einer Amputation, die aber nicht ganz rund laufen, im Schlachthof bemängelt werden. Das führt am Ende wieder dazu, dass der Betrieb sagt, wir wollen keine Amputation mehr. Und ich bin mir da nicht sicher, dass wir nicht sehen würden. Ja, kann ich was dazu sagen? Die Amtsleiter, ich habe zum Teil Kontakt mit den Amtsleitern und die waren sich zum Beispiel über dieses E-Learning nicht bewusst. Und nachdem ich sie darauf aufmerksam gemacht habe, waren sie eigentlich ganz begeistert, dass sie jetzt etwas haben, wo sie also auch eine Maßgabe geben können. Was ist eigentlich welche Bewegungsnote ist eigentlich relevant? Und sie haben auch gesehen, diese Fünfer Benotung ist relativ schwierig. Ja, und man weiß auch, dass verschiedene Beobachter das unterschiedlich einschätzen. Ja, also zwischen 1 und 2 gibt's mal Diskussion, aber bestimmt nicht zwischen 1 und 5. Das heißt also, meine nächste Aufgabe ist, die habe ich auch schon erfüllt und die muss ich morgen auch in der Gruppe vortragen, ist den auf 3 zu reduzieren, ganz klar zu beschreiben, welche Kriterien sind 1, 2 und 3. Und die können dann zum Beispiel am Schlachthof auch dafür verwendet werden. Und dann ist es vollkommen klar, dass eine Kuh, die eine Gliedmaße nicht richtig aufsetzt oder gar nicht aufsetzt, auf 3 Beinen läuft, das sind sicherlich Tiere, wo man halt entsprechend maßregeln muss. Ich hoffe, dass das hilft. Aber ich will ihn auf 3 reduzieren, weil das ist schwer, wenn die Tiere vom Hänger kommen, natürlich so einen 5er-Score anzuwenden. Ja? Wir wollen ihn auf 3 reduzieren, also nicht lahm, lahm und schwer lahm. Ich hoffe, dass das dann hilft. Ich kann mir das vorstellen. Und da ist ein Problem auch. Und das wollen wir auch lösen. Oder wir wollen dazu beitragen, dass es gelöst wird. Ich hoffe, dass wir es können. Sind weitere Fragen? Hier vorne? Ach so, Chip. Es ist für die Boxenmaße gesprochen worden. Im Durchschnitt waren wir 1,20 Meter, das wollen wir jetzt erreichen. Wie lang soll der Durchschnitt sein, beziehungsweise wie lang liegen? Höhe und Abstand vom
kosten kann. Das ist auch etwas nachweisbar. Ja. Normalerweise, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht die Zahlen alle im Kopf, 1,30, wenn ich mich nicht irre, ich denke, der Herr Wessermann hat die besser im Kopf als ich. Wir haben da unsere normaler, diese schräge Rumpflänge. Wir haben diese Zahlen, aber ich ehrlich gesagt, ich bin ganz schlecht, Zahlen im Kopf zu halten. Ich kann die aber zur Verfügung stellen. Die haben wir. Wir sind auch dabei im Clown Fitnet, benutzen wir Cows and More. Da stehen die auch alle drin. Und da kriegt der Landwirt ja auch ein Ergebnis davon, wo das bei ihm nicht stimmt. Also wir haben diese Zahlen, wir haben das auch festgelegt. Ich habe das aber jetzt so nicht im Kopf, aber ich habe sie und ich kann sie auch zur Verfügung stellen. Und sie stehen auch alle auf der Website. 1,30, Heino, ist das richtig? Ja, sehe ich auch ganz genauso. Ne? Ja. Sind noch weitere Fragen? Haben Sie noch weitere Fragen? Wenn nicht, gucken wir jetzt mal in den Chat, ob da noch Online-Fragen sind. Achso, wir sind drüben. Haha. Hier ist einmal eine Frage, und zwar nach den Fragen, was könnte Landwirt, Politik und Wissenschaftler tun, frage ich mich auch, was könnten die Clownpfleger noch besser machen? Ja, Klaus Hermann Hass, schöne Grüße in den hohen Norden. Ja, was können Clownpfleger? Ich denke, wir müssen mehr informieren, alle zusammen. Wir müssen zusammenarbeiten. Also meine Idealvorstellung ist eigentlich, Tierarzt, Clownpfleger, Landwirt, je nachdem natürlich, was jetzt die Fragestellung ist im Betrieb, setzen sich gemeinsam an den Tisch. Dann müssen sie zuverlässige Zahlen haben, die sie dann auch bearbeiten können. Also in Holland geht normalerweise die integrierte tierärztliche Bestandsbetreuung, ich muss Ihnen auch sagen, die ist Vorschrift seit 30. April, ist die gesetzlich vorgeschrieben. Dann setzt man sich an den Tisch, man nimmt sich ein Thema vor, dass der Landwirt vielleicht das ihm unter den Fingernägeln dringt oder vielleicht auch, was sie ihn angebracht haben. Zum Beispiel, ich stelle fest, ihre Kühe haben alle Mortellaro, ich sage es mal nur so, dass man dieses Thema dann da thematisiert und guckt, welche Risikofaktoren, das werden wir sicherlich auch noch aus dieser großen Studie liefern können, welche Risikofaktoren zu welchen Krankheiten beitragen und dann wollen wir, das werden wir auch liefern demnächst in der Clown-Fitnet-Studie. Dann haben Sie so Punkte, die können Sie abarbeiten nach dem sogenannten Hazard Analysis Critical Control Points. Heißt einfach nur, wo sind Schwachpunkte für bestimmte Clown-Erkrankungen und die müssen Sie dann abklopfen in dem Betrieb. Das ist natürlich vornehmliche Aufgabe auch des Tierhalters. Dann gibt es kurzfristig änderbare Dinge. Ich sage jetzt mal Hygiene der Laufflächen, vielleicht wie häufig muss der Schieber laufen. Dann gibt es mittelfristig änderbare Dinge und langfristig heißt, ich muss einen neuen Stall bauen, ja, langfristig zu ändernde Dinge. Und dass man die dann immer thematisiert. Und dann heißt es immer, wer macht was bis wann in der niederländischen Bestandsbetreuung. Ganz wichtig, es muss immer festgelegt werden, wessen Aufgabe ist was, bis zu welchem Zeitpunkt. Dann trifft man sich wieder. Und dann sagt man, wer hat was getan? Müller hätte das und das machen müssen, hat sie nicht getan. Gibt es da einen Grund für? Vielleicht gibt es da einen Grund für, hatte Coronavirus oder so. Oder es gibt keinen Grund, warum ist das nicht geschehen? Ich finde das eigentlich eine sehr schöne, einfache Art und Weise, wie man in den Betrieben um den Tisch sitzen kann und miteinander arbeiten kann. Wie kann die Politik das ändern? Ich glaube, die einzige Möglichkeit ist tatsächlich mit Finanzen. Die Leute müssen belohnt werden dafür, dass sie die Tiergesundheit auf ihren Betrieben verbessern. Und ich glaube, darüber denkt die Politik auch sehr stark nach. Ich glaube, dass das auch ein bisschen der Hintergrund der Borchardt-Kommission, oder wir wissen es eigentlich, der Hintergrund der Borchardt-Kommission, die Subventionen werden daran gemessen, wie zum Beispiel Dinge im Tierwohl umgesetzt werden. Und da ist es für mich wirklich wichtig, dass wir auch objektivierbare Kriterien haben. Nicht, dass Müller A denkt und Meier denkt B, das wird ganz schlecht sein, sondern wir müssen gute Kriterien haben, die also auch in den verschiedenen Betrieben anwendbar sind, sodass auch Landwirte belohnt werden können.
mit so geringen Milchpreisen, wie wir sie haben, ist das nicht umzusetzen. Das müssen wir auch ganz klar sagen. Ja, das ist ein qualitatives Lebensmittel. Ich sehe jetzt nur, ich kaufe mir tatsächlich auch ab und zu mal diese Sojamilch, 1,79. Ja, und die Milch kostet 99 oder sogar 79 Euro. Das ist nicht akzeptabel. Und ich glaube, auch da müssen wir ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, mit den Landwirten zusammen. Hier vorne. Also ich habe noch mal eine Anmerkung oder Frage. Du hast ja gesagt, dass aus der Studie hervorgeht, dass so ein Sperrladen, dass die Sperrladen halt schneller entstanden sollen. Wenn man davon ausgeht, halt, dass die Betriebe zweimal im Jahr Klaubenspur gemacht haben, das ist ja der Abstand zwischen 6 Monaten. Das heißt, sie würden dann nicht nach 4 Monaten in den Stand kommen, sondern nach 6 Monaten. Wenn man diesen Verfall gesetzlich vorschreibt, dann würde ich ja sagen, dass es nie wirklich mitgeholfen. Also wirklich ja geholfen wäre ja schon in den Stand, natürlich nicht bei einem eigenen Stand, das würde ja das Erste, und ein eigener Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die das auch kann. So, weil die Klauenflieger kommen ja nicht tatsächlich für eine Schwerlage. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist sicherlich ein Problem, das ich auch sehe. Die Tiere müssen ja sofort in Stand. Und dann müssen ihnen auch kompetent geholfen werden. Da sind wir alle, glaube ich, alle gemeinsam in der Verpflichtung. A, in der Ausbildung der Mitarbeiter auf den Betrieben. Das gilt natürlich ab einer gewissen kritischen Betriebsgröße. Das ist ja auch ein bisschen schwierig. In kleinen Betrieben ist das schwierig umzusetzen. Da müssen wir auf jeden Fall den Landwirten auch helfen. Es gibt ja auch schon von Klauenpflegern Konzepte, die sagen, ich habe vertraglich gebunden meine Betriebe und wenn da was ist, dann fahre ich da auch hin. Das ist in bestimmten Regionen umsetzbar, in anderen nicht. Aber dafür zum Beispiel jetzt Region Ost, sicher, da muss ein ausgebildeter Klauenpfleger vor Ort sein. Da denkt dann ab und zu die Betriebsleiter, ja, der kann ja auch den Herdenschnitt machen. Das geht nicht, das ist jedenfalls meine Feststellung, sondern der kann sich tatsächlich um die Kühe, die gerade lahm geworden sind, kümmern und den Herdenschnitt dazu muss tatsächlich noch jemand kommen und den Herdenschnitt durchführen. Das schafft er aus meiner Empfindung jedenfalls nicht. Aber ist vollkommen richtig, ja, bin ich absolut mit einverstanden. Noch weitere Fragen? Also ich denke, dass es möglich ist, Betriebe zu schaffen. Ich denke auch, dass die Klauenpfleger ja verpflichtet sind, das zu organisieren, auch vorstarten zu können, dass es da Möglichkeiten gibt. Wir müssen vom Gedanken, von diesem Bestandsstück, glaube ich, ein bisschen fern. Ich denke, dass es nicht mehr aktuell ist. Und wenn wir damals nach der Wende etwas bewusster durch den Osten gelaufen wären, dann hätten wir erkannt, dass es da schon alles vorhanden war. Und jetzt eigentlich dann, wenn wir finden, wie die Strukturen, die da völlig normal vorgegeben waren, zu übernehmen. Und wir zum Beispiel beobachten, dass wir in den 4-Wochen-Betrieben mit 120, 130 Kühen eigentlich die besten Ergebnisse haben. Und eigentlich kaum nicht gar keine Landwirte vorfinden. Und das mit Milchleistung bis fast 40 Liter bestellen. Also das ist da was möglich, aber ich denke, es ist der Klauenpfleger, der sich selber auch mal die Frage stellt, warum haben wir so viele Damen Kühe? Und ich denke, dann merkt er, dass er selber seinen Teil dazu beiträgt. Ja, also kann ich sagen, das hat ja auch Herr Huxley, denke ich, beantwortet, die Frage, der Anteil lahmer Kühe ist nicht dadurch entstanden, dass plötzlich innerhalb von kürzester Zeit ganz viele Kühe lahm geworden sind, kommt auch manchmal vor, aber ganz selten, sondern dadurch, dass die Kühe, die lahm geworden sind, nicht zeitnah behandelt wurden. Und ich gebe dir da auch recht, dass die DDR ein paar Dinge hatte. Ich denke nur an die ganze Biosicherheit, ja, die ganzen Seuchenwaren sind verschwunden, die Kadaverhäuser sind verschwunden. Und auch der Klauenpfleger ist alle 2 Wochen in dem Betrieb. Da müssen wir in größeren Betrieben auf jeden Fall hin. Aber wir müssen, glaube ich, auch eine auf den Betrieb zugeschnittene Klauenpflegestrategie entwickeln. Das ist sehr unterschiedlich. Ja. Sind noch weitere Fragen? Hier vorne ist noch eine. Also vielen Dank für deinen Vortrag, Kessin, der war wie immer sehr gut und sehr informativ. Ein, 2 Anmerkungen von mir und einmal die Nase. Also ich bin damit groß geworden, weil ich jetzt immer noch irgendwo hinkomme. Die Boxennase, die Breite, die immer Mitte, Ohr, Mitte, Ohr.
Ist das heute auch noch über 3 Weißwerte gemessen zwischen den Ohren, dass da mal eine einheitliche Sprache rauskommt? Und Beratung, Aufklärung. Die Aufklärung ist nicht nur Sache in meinen Augen von den Landwirten und von den Beratern, sondern da warte ich auch viel mehr von der Politik. In der Zeit ist es immer so, das ist ein bisschen was typisch Deutsches. Mein Empfinden immer, wenn einer was falsch gemacht hat und wenn man bam, die Peitsche raushaut, ich einen Finger. Und da bin ich eben auch mit ihm meinen Vortrag von dir erst beraten und dann bestrafen. Und dann eine Beratungsresistenz ins Jahr. Aber erst mal geht auch Hilfe zur Seite stellen. Und da erwarte ich auch viel mehr von der Politik, denn die Überwachung, die ist enorm ausgebaut. Wenn wir einmal nur einmal die Labers denken, die hat ich glaube, bei 50 Tierärzten in Niedersachsen nur für die Überwachung und die Kammer hat, glaube ich, hier für die Beratung. Und dieses Potenzial stimmt so nicht. Und da erwarte ich ganz einfach auch viel mehr Hilfestellung von der Politik. Fange ich erstmal mit dieser Frage an. Ich habe so bei mir im Unternehmen, in Anführungsstrichen bei mir in der Klinik, folgendes Vorgehen. Ich sage immer, wenn ihr ein Problem habt, löst es selber. Anders löse ich das und dann ist meistens das Ergebnis wenig populärer als das, was ihr euch selber ausgedacht habt. Und genau so, das passiert ein bisschen mit der Politik. Mit anderen Worten, wenn es so weit gekommen ist, dass es vielleicht nicht mehr akzeptabel ist, zum Beispiel für den Konsumenten, dann bedenkt sich die Politik und dann ist meistens das Ergebnis aus meiner Sicht schlechter, als das wir gehabt hätten, wenn wir zusammenarbeiten würden und selber eben halt Lösungen heraussuchen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass innerhalb der Gruppen, die damit befasst sind, dass da die Lösungen zunächst mal kommen, tatsächlich auch Beratung. Ich halte nichts von der Bestrafung. Bestrafung nur im Wiederholungsfalle, wenn Leute immer wieder auffallen. Weil wir kennen das aus dem Tierschutz. Die Leute kriegen eine Strafe, dann geben sie zum Beispiel einen Betrieb an irgendjemand anders über und dann passiert auch relativ wenig. Ja, in Extremfällen muss das passieren, aber wir sollten sehen, dass aus der Gruppe heraus die Lösungen gefunden werden und die Politik sollte das unterstützen, finanziell unterstützen. Aber da muss natürlich dann auch das Ergebnis entsprechend sein. Das wäre meine Meinung. Und was jetzt diese Abmessung angeht, kann ich dir leider nur empfehlen, ich habe da meine Leute für, gemein bin ich ja. Aber da muss man mit dem Herrn Forkmann sprechen, der ist bei mir der absolute Crack, der diese ganzen Untersuchungen macht und der kann dir genau sagen, wie er das alles abmisst. Hier vorne bräuchten wir noch mal das Mikrofon. Ja, Andrea hat da was. Genau. Kerstin, vielen Dank. Du hast ja angesprochen, dass mit Chaos und Humor zum Teil die Betriebe analysiert werden. Und laut Andreas Petzer, der ja leider federführend ist, ist es die lichte Weise. Okay. Und ich denke, darauf muss man auch hinaus, weil das lässt sich tatsächlich auch leichter messen. Das ist einfach eindeutig. Das ist die lichte Weise. Okay, danke dir. Danke für den Vortrag. Ich habe einen Satz mir aufgefallen, die lasse ich frei noch dazu. Es gab ja die zu dünnen Kühe, die resoniert nur dafür sind, dass sie lahm sind. Das ist die oft die Frage, was denn als erster geht, die dünne Kuh oder die lahme Kuh? Und ob man da was rausfinden konnte oder was sehen konnte, dass man sagen kann, ab dem und dem Lokomotionsscore ist es wichtig, vielleicht schon präventiv was zu tun. Oder kommt es mit dazu, dass sie eben schon lange da sind und wenn sie dann da aufgenommen wurden, dass sie dann eben schon dünn sind, weil sie weniger gefressen haben? Ja, ist die Frage, was ist die Ursache, was ist die Wirkung, denke ich, die Frage danach. Diese Arbeit, die läuft noch über den Body Condition Score. Es war erstmal schwierig überhaupt. Das hat der Moritz Metzner, muss ich auch sagen, in dankenswerter Weise sich da mit auch rausgerechnet, wie gehen wir eigentlich mit diesem Körperkonditionsscore um. Sie sehen sehr häufig, dass da ein Mittelwert gebildet wird und das ist einfach die Frage, ich habe 5 verschiedene Kriterien, was ist dann 3,753? Eine völlig falsche Herangehensweise, leider auch von unserer Wissenschaft, die Leute immer benutzen, sondern wir müssen den Anteil in den verschiedenen Gruppen und das haben wir da umgesetzt machen. Entscheidend für meine Begriffe, ich bin ja ein bisschen mehr Internist auch, ist der körperliche Verfall einer Kuh in der Zeiteinheit. Natürlich kann es auch sein, dass Kühe schon zu mager in die Trockenstehperiode. Die Kühe werden nicht in der Trockenstehperiode zu fett. Die werden in der Spätlaktation zu fett. Das ist das Problem. Und dann ist noch entscheidend, wir haben da auch mal Untersuchungen zu gemacht, wenn man es schafft, das schafft man aber in der Regel nicht, eine fette Kuh bei Laune zu halten. Das heißt, dass die rund um die Kalbung nicht so viel Futteraufnahme weniger hat,
Trockensubstanzaufnahme weniger hat, da passiert gar nichts. Aber das kann man nicht. Das ist das Problem. Und wir kommen eigentlich zu der Schlussfolgerung, und das hat, glaube ich, Herr Huxley wird demnächst da auch was, glaube ich, publizieren, das hat er jedenfalls angekündigt. Diese Kühe, die sehr viel Körperfett einschmelzen in der Transitperiode, die leben in einem immunologischen Alarmzustand. Die sind also in einer permanenten Entzündungsreaktion, und das kennen wir vom Menschen auch, das wissen wir. Und da ist möglicherweise ein Hintergrund zu suchen. Das, also man weiß auch, dass das scheint damit die Rehe zu tun hat, und da wollen wir auch weitere Forschung betreiben, gerade in dieser Situation. Aber für mich ist entscheidend der körperliche Verfall in der Zeiteinheit, und der ist innerhalb von einer Woche, kann ich aus eigener Beobachtung sagen, über 100 Kilo bei manchen Kühen. Das hat auch was damit natürlich zu tun, wie sind die eigentlich in der Abkalbebox untergebracht, haben die immer genügend Futter vor der Nase, schauen Sie mal, wie häufig die Kühe nichts zu fressen haben. Wenn ich in den Betrieb reingehe, ist das Erste, was ich immer gucke, wie sieht es eigentlich aus im Fressgang, liegt da Futter vor? Und gucken Sie mal, wie häufig Sie sehen, dass da nichts vorliegt. Dann wird dann mir auch gesagt, ich war letztens auch in so einem Betrieb, ja, wir füttern erst wieder um 5. Milch, Leistungskühe, also Hochleistungsmilchkühe müssen immer was zu fressen vor der Nase haben, nicht? Und diese laufende Änderung der Gruppen, das ist auch sehr schwierig für die Kühe. Das macht richtigen Stress. Ich habe selber bei meinen eigenen Kühen jetzt mal gesehen, wir haben neue Kühe miteinander zusammengepackt. Was da los ist, wie die sich erstmal behaken. Und wenn ich mir dann vorstelle, jedes Mal, wenn man so eine Gruppe neu zusammenstellt, was das für ein Stress für die Tiere ist. Und dann fressen die nicht und schon kommen die dann in so eine Situation herein. Also ich denke, dass vor allen Dingen die große Mobilisation von Fett und von Körpermasse, es ist nicht nur Fett, es ist auch Muskulatur, wird auch vergessen, dass das eigentlich der entscheidende Punkt ist bei den Kühen. Und möglicherweise tatsächlich Entzündungsmediatoren. Gibt es noch weitere Fragen? Ja. Muss ich auch noch eine Minute haben. Ich gebe dir da recht. Es ist am Ende entscheidend, wie viel Körpermasse verliert die nach dem Kalb. Und ich denke, wir haben ja auch gerade in der Statistik gesehen, dass wir in unserem Breitengrad sehr viele Nasentiere haben. Das nicht zum Teil, also zum größten Teil haben wir an Prävention und an der Fütterungsstrategie, dass die Rationen eigentlich nicht zu wirklich am Fressen, dass wir dann nur viel über Kraftstationen gefüttert wird. Ich halte diesen Vorgang für absolut falsch. Aber man darf nicht vergessen, es wird gutes Geld mit dieser Strategie verdient. Aber leider nicht über den Anliegen. Das ist das Problem, das ist auch die Sache, warum sich das noch sehr lange hinziehen wird, diese Fütterungsstrategie. Dann ist das nächste, was man mal ganz kurz sagen sollte, ist die ganzen Erkennungssensoren, die wir entwickelt haben, die ich auch sehr gut finde, sei es Kombi, Kaumanager, wie die alle heißen. Wir haben einige Betriebe, die damit arbeiten, wie gesagt, ich finde sie sehr gut. Aber am Ende bringen diese ganzen Systeme nur was für die Person, die die Kuh anschaut, Kuh Verstand hat. Ist das nicht der Fall, kann ich das eigentlich auch wieder beschenken. Kann ich auch nur befürworten. Das geht mir auch so. Ich glaube so ein bisschen, dass ich diesen Kuhverstand auch mitbringe. Und ich stelle auch immer fest, jetzt zu Ungeübten, das sind dann Studierende bei uns, was ich dann sehe. Ich sehe sofort, wenn es einer Kuh nicht gut geht. Das kann ich schon relativ weit auf 100 Meter erkennen, in Anführungsstrichen, weil wir da drin geübt sind natürlich. Und wir wissen auch, die Tierhalter, wir hatten auch in den Niederlanden immer so einen Spruch, es gibt zwei Tierhalter, die einen sitzen hinterm Computer und die anderen sitzen im Stall. Und dann brauchen wir uns nicht zu fragen, wer die bessere Tiergesundheit hat. Das waren in der Regel die, die im Stall sind. Und die wissen auch, ich kenne auch Tierhalter, die haben, ich glaube, 250 Kühe bei uns in einer Region, in Darmsdorf, Kloster Lilin. Die kennen alle Kühe mit Namen. Das fand ich schon erstaunlich. Ja. Und ja, das stimmt absolut. Diesen Blick, da können wir nicht drauf. Das können wir vielleicht digitalisieren. Ich weiß es nicht irgendwann mal. Aber das kann man nicht durch Sensortechnik ersetzen. Vollkommen richtig, das stimmt. Ja. Und scheint also übrigens auch noch eine genetische Veranlagung zu sein. Herr König aus Gießen ist dabei, diese Gene, Tiergesundheitsgene, sich näher anzugucken. Und da scheint es also verschiedene Gene zu geben, die mit Tiergesundheit korreliert sind. Ich bin mal gespannt. Was ich glauben würde, ist, dass die Muskelmasse der Tiere einen Anteil hat. Wir haben Kühe, die haben, deswegen ist das Body Condition Scoring auf die Masse hingegen sehr gut brauchbar, ganz klar.
aber es sagt Ihnen eigentlich nicht, wie viel Fett hat die Kuh und wie viel Körpermasse, wie viel Muskulatur hat die. Und wir brauchen besser bemuskelte Kühe. Wir sehen das auch immer, wenn die ihre Fett verlieren, dann sind die ja nur noch Kleiderhaken. Da ist auch keine Muskulatur mehr dran. Und was trägt eigentlich das Skelett? Das ist die Muskulatur. Wir brauchen Kühe, die besser bemuskelt sind. Und man sieht auch, dass die Fleckviecher da doch etwas resilienter sind, würde ich fast sagen. Eine Frage können wir noch zulassen, Herr Mamm. Ja, danke, Herr Sie. Hallo, Nico. Ich glaube, man hat noch ganz vieles gesagt. Und das ist nämlich, wer hat es denn noch gut zu sagen? Was mich interessiert würde bei der Studie, der Betriebsleiter hat nur gefragt, von gerade bei den Kunden, oder ist auch der Herrscher von der Stadt gefragt worden? Und ich erlebe das sehr, sehr, sehr häufig, dass die Leute im Stall sehr gut wissen, was falsch läuft. Und auch Ideen haben, was zu verändern. Und dann mit dem zusammen bei dem Chef sitzt, dann will man ganz anders machen. Der Tisch, und wie kommen wir da an, bei diesen Leuten, die das Geld verwalten, da was zu verändern, was wir mit dem Stall haben. Und das zweite, was da genau passend ist, ich sehe das sehr, sehr oft. Genau wie geschehen, was wir im Nachhaltigkeitsprogramm ausdenken. Und was bei vielen Betrieben hilft, gerade bei den kleineren, kann man ganz gut was verändern, was wir machen. Also einfach zwischen von morgens an Abend. Wenn die morgens wieder haben, fragen jedes Mal, wie bleibt das so, was die letzten Pferde sind, dann zu machen. Wir haben alle Gäste da draußen, aber das ist praktisch, aber ich mache das. Wenn wir aber abends oder dann noch hier jetzt bei ganz guten Kursen, dann muss man bei dem einen oder anderen oder mal den Kursen machen, also das ist der Kursen. Ja, dann sehen Sie das, wie wir das machen. Oft haben wir die Kursen, also einfach nur die Kursen, die wir haben, oder die Kursen, die wir haben, die wir haben, die wir haben, die wir haben. Ja, jetzt war auch schon mehr, das ist nur das Kursen. Ich glaube, da ist auch noch nicht viel gesagt, Also erstmal wurde tatsächlich in großen Betrieben wurden die Gruppen geteilt. Also es gab eine Gruppe, die mit dem Tierhalter tatsächlich im Büro diesen Fragebogen durchgegangen ist und die andere Gruppe war im Stall. Deswegen kann ich es für dieses Projekt ehrlich gesagt auch nicht beantworten. Ich kann es aber beantworten für das Projekt, was die Frau Tautenhahn schon vor längerer Zeit durchgeführt hat. Das war Veredelungsland Sachsen. Auch da machen wir jetzt wieder ein Anschlussprojekt. Da war das nämlich tatsächlich so, dass ein Riesenunterschied, und das ist manchmal ein Vorteil, wenn man Studierende auch hat, die diese oder Doktoranden hat, die diese Arbeiten macht, dann ging es um Kälbergesundheit und da ging es um die Konzentration des Milchaustauschers und den Service von den automatischen Tränkestationen, ja. Und dann, ja, was der Betriebsleiter denkt, was wir machen, das ist die eine Seite, aber was wir wirklich machen, und die kriegten tatsächlich im Stall die richtige, also die Information, die tatsächlich da auch umgesetzt wurde. Das war eine interessante Entdeckung. Und die zweite war, dass sich die Mitarbeiter in den Ställen darüber beschwerten, dass die Betriebsleiter immer zu Weiterbildung gingen und dass aber das, was dort vermittelt wurde, nie im Stall angelangt ist. Das ist vielleicht auch noch eine wichtige Sache. Wir müssen auch an die Mitarbeiter in den Ställen ran. Und mit der Fütterung, ja, ich fand beeindruckend die Videos von dem Heino. Das fand ich auch eine tolle Sache mit der Kamera aufhängen. Ich würde es auch gerne bei mir in der Klinik machen. Ist mir nicht erlaubt, weil ich darf meine Mitarbeiter nicht überprüfen. Aber ich finde das eigentlich eine gute Sache, dass man mal guckt, was macht, wie häufig ist da eigentlich eine Futtervorlage mit so einer, mit so einem Handy hast du, glaube ich, da aufgehängt oder mit einem Video, dass du eben dieses Mal aufnimmst und dass man mal guckt. Und wie häufig gehen die Kühe zum Fressplatz und da liegt nichts? Oder wie lang sind die auch geworden? Die haben ja ganz langen Hals häufig, ne? Weil es nicht nachgeschoben wird. Ja. Ja,